geben Sie uns noch ein paar Minuten, denn die Zeit muss sein für den passenden Dank. Ich darf noch mal die Senatorin nach oben bitten. Ja, ich kann auch versprechen, dass Sie es gleich geschafft haben. Also der erste Dank geht tatsächlich an Sie alle, die Stadtöffentlichkeit, weil wir haben tatsächlich, es ist ja dargestellt worden, durch die unterschiedlichen Formen der öffentlichen Mitwirkung sehr viele Anregungen erhalten. Also online irgendwie über 1000, in den Werkstätten waren ja jeweils mehrere hundert, bei den Zielgruppenwerkstätten waren es, glaube ich, knapp 100 Leute. Also insofern erstmal Danke an die Stadtöffentlichkeit. Dann sage ich Danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner Verwaltungen, also nicht nur meine Senatsverwaltung, sondern auch andere Senatsverwaltungen, nicht nur Senatsverwaltung, sondern auch Bezirke, sind ja hier sozusagen mit unterwegs gewesen, weil es ist ja jetzt hier schon angeklungen, dass die Arbeit jetzt nicht aufhört, sondern dass sie jetzt sozusagen interessant wird. Ne? Und deshalb ist es ja wichtig, auch wertschätzend, dass man sagt, danke bis hierher und auch vielen Dank dafür, dass Sie sich weiter mit uns auf den Weg machen. Aber das Wichtigste und der wichtigste Dank, der gilt natürlich dem Arbeitsgremium. Ich habe schon darüber gesprochen, wie viele Stunden und dass es wahrscheinlich zu wenig sind. Und es ist eben nicht nur die Zeit, die da eine Rolle spielt, sondern es ist tatsächlich etwas, wo wir alle was gelernt haben. Das hat Herr Künzel so schön gesagt, ja, man lässt mal los, ja, was man eigentlich immer so festhalten will und gibt sich tatsächlich in die Hand eines solchen Prozesses. Und was man dann lernt, ist, dass es wirklich enorm ist, wie aus unterschiedlichen Perspektiven und Herkünften Menschen sich wirklich zusammenraufen und ein solches Werk produzieren. Also das ist enorm. Ne? Also dieses Verständnis füreinander entwickelt haben, dieses Miteinander diskutieren, dieses konstruktive Zuhören, das war ja auch wichtig. Ne? Sie mussten ja auch viel zuhören, ne? Und sie mussten auch viel lesen, wenn ich mich recht entsinne. Sie haben viel miteinander diskutiert. Und das Ergebnis kann sich einfach sehen lassen. Und deshalb finde ich es gut und absolut angemessen, dass der Schlusspunkt dieser Veranstaltung ist, dass die anwesenden Mitglieder des Arbeitsgremiums, können heute leider nicht alle da sein, jetzt einfach mal mit hier auf die Bühne kommen und ich Ihnen persönlich Danke sagen. Jetzt weiß ich nicht genau, wie das gedacht ist. Ich nehme an, ich sage jetzt einfach nacheinander. Genau so. Genau, ich nehme jetzt eine Karte nach der anderen und überreiche die Karte, aber Sie kriegen dann auch noch was anderes. Ich habe die ganz persönlich unterschrieben und auch eine Anrede draufgeschrieben. Also, dann rufe ich zuerst. Komischerweise habe ich Herrn Lautenschläger als erstes gezogen. Er war für den Arbeitskreis der Quartiersmanagements dabei. Herzlichen Dank für die wunderbare Zusammenarbeit. Auch ein ganz schönes Bild mit neuer Frisur. Aber das wäre ja langweilig, wenn es nur so eine Karte gäbe. Deshalb gibt es auch noch ein kleines Geschenk. Da ist auch nicht nur das Arbeitsergebnis drin, sondern da ist auch noch ein bisschen was anderes drin. Das wäre ja sonst ein Geschenk und doch kein Geschenk. Ne? Die zweite Karte, die ich hier habe, ist für Frau Dr. Krone. Vielen Dank. Sie haben uns auf einem wichtigen, nämlich auf der Zielgerade des Arbeitsprozesses begleitet. Und es ist ganz großartig, dass Sie das gemacht haben. Und deshalb kriegen auch Sie diese von mir unterschriebene Karte. Bitte schön. So, jetzt habe ich hier Frau Susanna Kahlefeld. Haben Sie ja schon kennengelernt, war eine der Vertreterinnen der Politik. Wir haben viel Spaß miteinander gehabt. Wir werden auch weiterhin miteinander Spaß haben. Also vielen Dank für diese Wegstrecke, ne, und viel Durchhaltekraft für den weiteren Weg, weil wir sind ja noch nicht fertig damit. So, dann habe ich hier Herrn Brauer. Herr Brauer. Herr Brauer fand ich immer sehr erfrischend. Ich fand es auch sehr erfrischend, dass Sie vorhin gesagt haben, dass Sie eigentlich ganz andere Erwartungen hatten. Sie dachten, geht hier gleich los und wir entscheiden, wo jetzt hier eine Brücke hinkommt und wo es hier links und rechts lang geht. Das kommt als nächster Schritt. Der erste Schritt war, dass wir erstmal strukturieren, wie wir das künftig machen. Herzlichen Dank und ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Na gerne. So. So, jetzt kommt eine zweite Vertreterin der Politik, die heute da ist, Frau Domer. Mitglied der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, sehr engagiert für alle Fragen der Bürgerbeteiligung des Quartiersmanagements. Und ich sage mal hier, weil es ja nicht immer so war, dass immer alle da waren, aber Frau Domer war sehr, sehr häufig da. Herzlichen Dank. Also diese 2000 Stunden, Sie sind, glaube ich, mit drauf gekommen. So,
Jetzt Frau Njoja. Ja, Frau Njoja haben Sie auch schon kennengelernt, sehr engagiert. Und ich sage mal, das ist auch enorm wichtig, dass wir aus diesen ganz unterschiedlichen Lebensbereichen uns dem Thema nähern. Und ich weiß, Sie haben immer darauf Wert gelegt, dass wir doch hier die soziale Stadtentwicklung und irgendwie alles und so weiter. Und ich habe immer versucht zu erklären, was das Besondere an diesen räumlichen Projekten und den räumlichen Planungen ist, dass die natürlich was zu tun haben damit, aber dass wir sozusagen uns ein bisschen strukturieren müssen. In diesem Sinne, das ist uns gut gelungen gemeinsam. Herzlichen Dank für die wunderbare Zusammenarbeit. So, jetzt kommt Frau Hähnel, wenn sie möchte. Kommt sie? Ja, sie kommt. Frau Hähnel hat ein Jahr durchgehalten, ist nicht schlimm, ich schwitze auch. Wir schwitzen einfach alle, das ist normal bei diesem Wetter. Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Ich hoffe, Sie haben, so wie wir alle, sozusagen das als kleine Reise erlebt, als Abenteuer, was ein bisschen verändert. Ja, und Sie hatten auch Spaß, das ist ja auch wichtig. In diesem Sinne, herzlichen Dank. So. Frau Rodriguez. Frau Rodriguez? Frau Rodriguez, sie sitzt direkt vor mir und ich sehe sie nicht. Auch Ihnen allerherzlichen Dank und ich hoffe, Sie haben in dieser Arbeit genauso viel gelernt wie ich. Ja. Danke schön auch. Ich habe viel gelernt, ja. Vielen Dank. Da kommt noch ein kleines Geschenk. So. Frau Dagmar Pohle, Bezirksbürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, sehr engagiert, sehr kritisch in der Diskussion, hat auch immer darauf hingewiesen, dass mit diesen Ressourcen und mit diesem Budget, das ist auch sehr wichtig, das ist mir übrigens genauso wichtig und das ist auch allen Beteiligten sehr klar, dass man Beteiligung nicht mit links macht, sondern doch schon mit links in diesem Fall, aber dass man dafür auch Geld und Zeit und Ressourcen braucht. Vielen Dank für die Kooperation. So, last but not least, das ist ja fast, es ist ja sehr schön, dass es jetzt zum Schluss kommt. Die Senatskanzlei war auch vertreten. Heute ist Frau Löper da. Wo ist Frau Löper? Da ist Frau Löper. Frau Löper, kommen Sie bitte nach vorne, weil wir haben im Land Berlin ja verschiedene Zuständigkeitsregelungen und das Thema Engagementstrategie und Ehrenamtsförderung, das liegt ja zuständigkeitshalber bei der Senatskanzlei und deshalb war es auch gut und wichtig, dass Sie jetzt hier bei diesem Prozess dabei waren und Sie haben es ja selbst gesagt, da ist eine Menge Musik drin, auch für alle anderen Themen, mit denen Sie zu tun haben. Ne? Ich bedanke mich sehr, darf auch gleich ankündigen, dass wir gerade dabei sind, also den Dienstleister für die Engagementstrategie auszuschreiben. Wir sind auch fast schon fertig und wir beginnen im Oktober. Das heißt, die einen gehen, die anderen kommen, so soll es sein. In diesem Sinne, glaube ich, habe ich jetzt hier meine Schuldigkeit getan, war auch ordentlich schnell und Frau Weyer hat das letzte Wort. Danke. Das war nett. Ja, Frau Lomscher, bleiben Sie mal ganz kurz, weil wir wollen auch noch gerne, wir wollen ja gar nichts, darf ich mal einen Herrn, verkommen lassen und deshalb wollen wir Ihnen gerne auch einen Dank aussagen. darf ich mal, weil ganz toll, dass Sie diesen Prozess initiiert haben, dass Sie sich hier so eingesetzt haben und deswegen bekommen Sie auch ein kleines Geschenk und damit alle wissen, was auch in den Tüten ist oder vielleicht dürfen Sie auch irgendwo reinlünkern, ist auf jeden Fall ein Glas Berliner Honig aus Rosenthal enthalten. So. Und jetzt wünschen wir Ihnen allen einen noch luftigen Abend auf der Terrasse hier drinnen. Trinken Sie ein Glas mit uns, feiern Sie die Leitlinien und stellen Sie die Fragen oder Ihre Anmerkungen, die Sie noch haben. Schönen Abend noch.